Wohnen auf Rädern auf 10 Quadratmetern mitten auf einem Platz, geht das? Ja, sagt das Kollektiv Tiny House University. Und die Mini-Häuser könnten zukunftsweisend sein bei der Frage nach Wohnraum und sozialem Miteinander in Städten. In Berlin stehen nun bis zum Herbst vor dem Bildungs- und Kulturzentrum Urania mehrere mobile Mini-Häuser. Ein Tiny House Festival während der Sommerpause. Mit einem vielfältigen Programm wollen die Macher für Diskussionen und Denkanstöße sorgen. Tiny Häuser können eine Antwort sein auf die Frage, wie können wir schnell temporären Raum schaffen, ohne Grundstücke zu kaufen, ohne aufwendige Genehmigungsschleifen zu provozieren. Bis zum September soll es Vorträge geben, zum Beispiel zum Thema bezahlbares Wohnen oder Migration. Außerdem geplant sind ein Reparaturcafé, eine Bibliothek, Filmvorführungen, Essen und Getränke und Workshops, zum Beispiel zum Bau eines Minihauses. In einem der Häuser wird der Künstler Apo Erijek leben. Für ihn geht es dabei auch um die Frage, was eigentlich der Begriff Zuhause bedeutet. Aber auch im kleinen Rahmen gibt es noch viel zu klären. Zum Beispiel die Frage, wo man die kleinen Häuser aufstellen darf und wie im Einzelfall die Wasser- und Stromversorgung aussieht. Es gibt viel zu diskutieren beim Tiny House Festival in Berlin.